Titananzug mehr, das ist natürlich zu viel verlangt sonst. Müssen wir noch schnell einen Titananzug besorgen, beziehungsweise von einem der Sniper abnehmen. Obwohl das die hat hier. Der hier, doch, der hat einen Anzug. Ist das ein Titan? Jo. Gut, dann kriegt er eine Schalenrüstung meinetwegen, dann fällt er wenigstens auf. Nein, dann kriegt er eine normale, fällt er wenigstens auf, dass es ein Ersatzmann ist. Schwer. Titanrüstung. Hier landet mein 113, er ist gerade an der Krankheit gestorben, weil ich nur für ihn gebetet habe und keinen Arzt gerufen. Neuer Erbe 644. Was zum Geier hast du angestellt? Aber auf jeden Fall Glückwunsch. Wer nicht weiß, wovon wir sprechen, Europa Universalis. 4. Gut, so viel dazu. Wir können unsere Soldaten zum Testen in das Psi-Labor schicken. Wenn wir den Bericht haben, informiere ich Sie über die Ergebnisse. Unsere Forschungen lassen vermuten, dass es eine Verbindung zwischen der Willenskraft eines Kandidaten und seinem psionischen Potenzial gibt. Wir hoffen, einer unserer Soldaten erfüllt die Voraussetzungen. Es hat noch ein paar Soldaten anmustern. Forschung haben wir dann leer. Was können wir noch brauchen? Noch ein paar Firestorms eventuell. Oder wir brauchen noch ein paar Waffen. Wenn dann Plasmagewehre. Plasmagewehre brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar. Eins haben wir, also wir brauchen auch noch ein zweites. So rum. Okay. Ah, die Schusssequenz, genau. Mal schauen, wie es funktioniert. Ja, sehr eindrucksvoll. Wo auch immer das Blut herkommt, sehr eindrucksvoll. Schwerer Plasmawerfer. Wir sind ein Heavy Gunner ja auch wieder. Boah, keine Sequenz, schade. Legierungskanone. Was kann die denn? Einfach mal testen. Kampfstimulanzien, Pulsbogen, bla. Okay, gut. Ja, da wollen wir unsere Soldaten mal ausrüsten. Roberto Blanco. Allein der Name ist genial. Nein, den habe ich nicht selbst verändert. 9, 20, 13 und was haben wir hier? 7. Okay, das ist aber einiges heftiger. Dann Smash. Ich müsste eigentlich jedes Mal raus. Ich bin gerade zu dämlich dazu. Plasmagewehr. Sorry, Teampanzer. Okay. Dann Scharfschütze, ganz alles. Nicht Plasmagewehre irgendwo? Ach, nur eins, genau. Das war ja unser Problem. Das ist ein Ersatztyp, du auch. Gut. Was soll ich jetzt bauen? Ach, mangelnde Intelligenz vor der Binnen. Achso, ja, noch ein Präzisionsgewehr, genau. Technikabteilung, Bauerkauf Gegenstände. Laser, Präzisionsgewehr. Ah, Plasma. So, Kaserne. Was ist eigentlich der Unterschied dazu? Schnell 9, 35, 13 und hier haben wir 6. Okay. Fängt genau da an, wo das andere aufhört. Gut, so viel dazu. Sind die ausgerüstet?
weiter geht's. UFO gelandet, sehr schön. Das heißt, wir können direkt die neue Truppe losschicken. Der muss raus. Wenn wir nicht drei Scharfschützen dabei haben, dafür kriegen wir den schweren rein. Jo, die sehen fies aus. Here we go. Wir setzen sie auf ägyptischem Gebiet ab. Berichten zufolge ist das UFO in einem dünn besiedelten Gebiet gelandet. Wir müssen hellwach sein und die Invasoren eliminieren. Das ist wieder mal so eine Wald-, Flora- und Fauna-Mission, okay? Na gut, dann wollen wir mal. HQ, hier spricht Big Sky. Sind in Position und erwarten weitere Befehle. Roger, Big Sky. Strike One, Freigabe zum Einsatz erteilt. Rückt mit äußerster Vorsicht vor. Wir wissen nichts über die Feindstärke vor Ort. Es ist ein großes Raumschiff, das ist super. Macht da gleich doppelt Spaß. Hier ist ein Aufgang. Plasmagewehr, vorwärts. Das scheint eine Art Versorgungsschiff mit enormer Frachtkapazität zu sein. Wenn die Aliens versuchen, solch riesige Mengen außerirdischer Materialien hierher zu schaffen, kann das nur heißen, dass sie ihre Invasionsbemühungen verstärken wollen. Oh shit, das ist ein Sniper, ich habe nicht darauf geachtet. Nein. Sogar die, die draußen bleiben sollte. Fuck. Oh Gott. Ich bin nicht der Hellste. Es ist viel zu spät. Egal. Das ist unser Heavy. Ich sehe sogar ein Leben, dass die ist, die draußen bleiben soll. Oh Mann. Jo. Sehe dich erstmal nach hier. Du hierher und dann nach oben. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Werfe den Haken. Schrei noch ein bisschen lauter. Und der Rest soll sich auch mal beeilen. Plasmagewehr. Und unser Heavy. Hört ihr das? Was zum... Alter! Die nehmen den auseinander, bevor er überhaupt heraus ist.
bis der Sniper damit reingehen soll. Okay, dann ran an die Tür, wo du hingehörst. Okay, muss reichen. Mist. Okay, wo bin ich dich in Position, damit du hier ja nicht irgendwas kaputt machst oder so? Wo du da drauf gehst. Ich weiß auch nicht, wie viel Schaden der Plasmawerfer macht. Das ist auch. Hit and run. So. In dem Schiff wartet noch eine nette Überraschung auf mich. Ich will es, glaube ich, nicht wissen, oder? Ich bin ein Anwalt. Ich habe einen Anwalt. Okay, ich habe jetzt da oben keinen Sinn, die hole ich wieder runter. Auf dem Boden der Tatsachen. Ich glaube mal nicht, dass das die Überraschung war, die Kia meinte, deswegen halte ich mal einfach mit die Augen offen. Da hab ich was kaputt gemacht, scheiße. Über eine Wassermelone würde ich mich jetzt freuen, Seikan. So